So, okay. Willkommen zurück zu The Last Hero of Nostalgaia. Wir waren letztens hier stehen geblieben. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich jetzt gekommen bin. War es die oder war es die hier hinten? The Auf jeden Fall. narrator had taken to scathing others in his duress. Sudden, ugh, Ja. forget it. What? Don't poop a pixel. Okay, ja. Ja, also wie gesagt, willkommen zurück zu The Last Hero of Nostalgaia. Erstmal schön, dass es wieder weitergeht. Ja, ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Immerhin ist das Spiel für mich, wie gesagt, sehr, 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 sehr neu. Alles ungewiss. Hallo, Fahrstuhl? Ist das Spiel kaputt? Hallo? Hab ich was falsch gemacht? Lade. Okay, er lädt. Oh, okay, jetzt geht's weiter. Okay, ganz weird. Die Spielerunterkunft. Ja, okay. Toothpick approached the banquet table. Surely there was no hope. Was meinst du mit, es gab keine Hoffnung? Das sieht aus wie ein Boss. Ist das Smo? Sieht aus wie Smo da hinten, Alter. Erstmal das schöne Item hier mitnehmen. Flinker Briefbeschwerer mit Runen. Ich verstehe, ich verstehe. Nicht wirklich viel, aber ich verstehe. So, dann wollen wir mal gucken, wie es hier weitergeht. Mensch, hätte ich ja gar nicht erwartet, dass ich die Folge oder beziehungsweise diesen Stream hier mit einem Bosskampf starte oder was. Oh, sogar mit Cutscene. Cutscene. Na dann. Hallo. Schönen guten Tag. Ich bin Mr. Stock, Stick, Stickmann. Das ist halt wirklich einfach nur Smo und richtig hässlich. Okay. Ah, du machst das Feld ein bisschen hübsch und frei. Du frisst das Feld. Okay, dann legen wir los, wa? Ich bin ready. Schauen wir, wie es wird. Oh Gott. Also ganz ehrlich, dafür, dass der, ich sag jetzt mal, ein gutes Gewicht hat, scheint er ja dementsprechend recht flexibel zu sein. Also ganz ehrlich, ich glaube, das erwartet so gut wie keiner. Ja, wäre cool, wenn du ausweichen würdest. Wow, okay. Tolle Kombo. Kann ich viel mit anfangen. Oh boy. Das ist ja mein schöner Start ins Game. Gleich mit einem Bosskampf beginnen. Wild. Einfach nur wild. Oh, Junge, 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 Junge. Vielleicht eine andere Waffe nehmen? Questbelohnung. Fünf deiner Relikte können sich hier weiterentwickeln. Ist ja schön und gut, aber was hat mir letztens geholfen? Eigentlich der Speer, ne? Der Speer war eigentlich bisher ganz gut gewesen. Ich glaube, ich nehme den Arachnidenstachel wieder. Er hat bisher immer gute Dienste geleistet. Oh, ja. Hebel ziehen wäre, glaube ich, nicht schlecht. Also so aus Sicherheitsgründen und so. Das ging schnell. Warum nicht gleich so? Hm? Dann warten wir, bis es lädt. Ja, ah, okay. Gut, dann Versuch Nummer 2. Wer weiß, wie lange wir hier brauchen werden. Ich bin sehr gespannt. Ich denke mal, ich kriege das hin. Es sollte kein Problem sein. Wirklich nicht. Auf einmal Begierde. Was meinst du mit Begierde? Ganz weird. Okay, Dickerchen. Versuch Nummer 2. Tanzt er gerade? Hast du gerade den Tanz, du Arsch? Der tanzt wirklich? Ha, geil. Oh Gott. Hä, aber ganz ehrlich, also dieser Speer ist ja wirklich mal das übelste Easy-Tool. Also es tut mir leid, aber du kannst mir sagen, was du willst. Ich mache jetzt einfach die ganze Zeit das und dann hat sich das Ganze. Ich weiß nicht, ob der Speer so konzipiert sein sollte, aber ganz ehrlich, das ist nicht gut gebalanced. Oh, ha-cha-cha-cha, ha-cha-cha-cha, cha-pa-cha-cha-pa-cha-cha. Kurz mal heilen. Na, mir geht die Ausdauer leer. Zwei, drei, Schwinger. Oh, Freundblase, so nicht. Oh, Step.
Step. Es ist halt wirklich so. Was jetzt? Ho, ha, hi, chill. Also wirklich ausweichen brauche ich. Aua. Na, ist halt jetzt einfach nur. Oh Gott. Hab immer noch getroffen. Drei. Zack. Peaks, okay. Es geht noch, es geht noch. Es ist halt jetzt relativ eintönig, aber was willst du machen? Okay, was kommt jetzt wieder? Steine? Steine, okay. Steine geht eigentlich. Da kann man ganz entspannt vorbeilaufen. Putz! Wie gesagt, es geht. Aber liegt wahrscheinlich auch daran, weil die Waffe halt einfach komplett. 2, 3. Schwing, Stich. Also ganz ehrlich, dieser Arachnidenstachel ist halt urst stark. Du kannst mir halt einfach nicht sagen, dass du so ein Ding so früh im Game bekommst und es halt urst easy ist. Was passiert jetzt? Hallo? Wie zwei? Wie jetzt zwei? Say what now? Was? Dicker? Hey, du kannst du dich einfach hier noch eben beschwören. Geht's dir nicht ganz gut? Bro, for real. What the fuck? Yo, yo, chill. Chill. Okay, chill, 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 chill. Ja, chill! Ey, ganz ehrlich, ich hasse es, dass man in diesem Spiel so leicht gestaggert wird. Junge, sowas wie Poise gibt's in dem Game nicht. Oh Mann, ey, ich hab auch nichts zu heilen. Das ist aber auch ein Bullshit hier. Durchtreffer Proc. Okay, Steine. Jetzt wenigstens noch ein paar Leben mehr oder sowas. Wäre das vielleicht, glaube ich, nicht so schwierig, wie es aussieht. Ja, scheiße, Mann. Ach, Kacke. Ach, Kacke, ey. Vor allem, warum beschwört er denn plötzlich eine Kopie von sich? Die da hinten mit Magie rumnervt. So ein Bullshit. Was ein Arsch. Finde ich gar nicht nice. Aber es funktioniert zumindest mit dem Speer hier. Habe ich vielleicht noch eine bessere Variante, die mir helfen könnte? Aber es ist der einzige, der halt auch wirklich so nach hinten kicken kann. Das ist halt so das Ding. Wie sieht es hier mit den Items aus? Habe ich hier irgendwas Interessantes? Fügt eine Waffe Quelle hinzu. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Ich versuche es gleich mal aus. Probieren wir es einfach gleich mal aus. Was soll da schon schief gehen? Am I right? Okidoki. Quell. Ja, dann let's go. Okay, das ist hart wild, dass das funktioniert. Let me guess. Okay. Okay, schnell mal durchschalten. Heilen am besten. Safety first und so. Es ist halt so dumm, dass das funktioniert. Aua. Okay, das war jetzt einfach nur
Das war greedy. Ja, lass mich weg. Lass mich weg. Lass mich weg. Genom der Verzehrer heißt das. Ich hab den Namen auch gar nicht gelesen gehabt jetzt in der Zeit. Okay, Disco Stew Party. Shit, da habe ich nicht aufgepasst. Jetzt frisst er eh wieder wie viel. Schauen wir mal, wie wir das Ganze jetzt hier deichseln. Ach, come on, Mann! Nerv nicht. Ja, come on, ey. Was ist das für eine Scheiße hier? Ja, ich würde mich gerne heilen wollen. Kann ich bitte einen Angriff landen? Das wäre äußerst nett. Es ist so bescheuert. Es ist so bescheuert, ey. Du wirst von allem gestaggert in diesem Game. Das ist so der einzige Kritikpunkt, den ich in diesem beschissenen Game habe. Als ob das ein separater Gegner ist. Ey, du willst mich doch komplett hops nehmen, oder was? Ich dachte, der spielt wenigstens noch mit der Lebensleiste hinzu. Ist das bescheuert? For real jetzt, for real. Ah, Digga, das ist so dumm. Das ist so arschdumm. Das ist wirklich hart dumm. Okay. Okay, folgender Ablauf. Sobald er seine Phase beginnt, renne ich zu der Stelle, wo er den die scheiß Kopie beschwört und versuche die sofort zu eliminieren. So schnell wie möglich. Weil ansonsten wird das hier gar nichts mit diesem Kampf. So an sich funktioniert es ja. Es ist jetzt nicht das Problem daran, dass ich keinen Schaden drücke oder so. Das Muster ist ja relativ offensichtlich erkennbar. Aber sobald diese Summon kommt und die mit ihrer scheiß Magie kommen, macht er nicht mal viel Schaden. Das ist ja einfach nur diese dämliche Staggere. Alles, was dich berührt, ist halt einfach... Oh, tut mir leid, deine Poise ist gebreakt. Oh, tut mir leid, deine Poise ist gebreakt. Es ist halt so dämlich. Also da muss ich dem Spiel leider ganz schön hart Kritik geben. Also das ist bescheuert. Ich bin in den Move reingerannt. Ich muss das Moveset lernen. Eins, zwei, drei, schwingen und fort, Pieksa, genau. Wie gesagt, Schaden ist ja da. Daran liegt's ja nicht. Discus du, Pieks, Pieks. Komm, for real, Alter. Eins, zwei, hallo? Kommt jetzt Eisdiskus oder was kommt? Ja, wow! Von wo soll ich denn wissen, wo die spawnen, Alter? Jetzt hat das nicht gezählt. Eins, zwei. Ach, come on! Ey! Digga, das check ich genauso wenig. Ich stehe vor ihm. Jo, das sind normale Angriffe. Warum triffst du denn nicht, du dumme Nuss? Schon wieder. Schon wieder. Ey, entweder bin ich strunz dumm oder so. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich hasse diesen Boss. Ich hasse diesen Boss jetzt schon. Wirklich, das kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir halt echt nicht ausdenken. Das ist so ein dreckiger Start. So ein dreckiger Start. Weißt du was, komm, leck mich. Ich gehe wieder auf meine... Ich gehe aufs Greatsword. Ist mir egal. Wo haben wir es denn? Wo ist das Greatsword? Da ist es. Hat das nicht auch einen Sprungangriff? Sprungangriff, glaube ich, kann man es nicht nennen. Mehr so ein Sprint. So ein Sprint mit Heavy Attack. Oh Mann, ey, ist das bescheuert, wirklich. Was haben wir noch alles Hübsches? Regeneriert die Ausdauer komplett, wird verbraucht. Ist eine Wegmarkierung. Du wankst nicht, wenn du getroffen wirst. Wow, super. Also gut. Gut, dass das ein separates Item ist und nicht einfach eine Mechanik im Spiel selbst. Das ist richtig gut, Mann. Weißt du, so ein Key-Feature, was halt einfach unfassbar wichtig ist. Oder nicht mal unbedingt wichtig, wenn das Ausweichen gut funktioniert.
Aber dennoch, ey, das ist so bescheuert. Okay, vom Damage her. Naja, zu weit weg. Okay. Hallo? Wenn ich R2 drücke, würde ich auch ganz gerne, dass du irgendwas machst. So, jetzt kommen die Eisscheiben, ne? Von der anderen Seite sogar, also hinter uns attackiert, auch nicht schlecht. Warum ist die Range zu kurz dafür? Eins. Pirouette, Whopper. Critical. Nice. Das war nicht so nice. Könntest du vielleicht ein bisschen dich bewegen? So, Steine oder was? Nee, Blätter. Blätter gehen noch. Blätter ist okay. So, jetzt weg da, weg da, weg da, weg da. Wir müssen gleich hier angreifen. Ja, wow! Als ob er mich trotzdem noch trifft. Geil, Mann. Ey, was ist denn das für eine Scheiße hier, Junge? Bro, for real. Super, beide nicht getroffen. Allgemein das Gefühl, diese ganzen Hitboxen stimmen überhaupt gar nicht. Sie funktionieren einfach nicht. Ich meine, jetzt mal ganz im Ernst. Er hat versucht, mich zu treffen, er trifft nicht. Ich versuche, ihn zu treffen, ich treffe nicht. Das hat mich jetzt getroffen. Gut, das muss ich aber auch einsehen. Das hat aber auch einen guten Grund. Jetzt habe ich nichts mehr zu heilen. Konnte auch sehr gut was dagegen machen. Du willst mir nicht sagen, dass meine ganz normale Angriffsanimation mir sogar hilft dabei, Angriffen auszuweichen. Okay, das war schon wieder so kackendumm, Alter. Ist das kackendumm, Junge, wirklich. Aber mit dem Greatsword lief es schon besser. Mit dem Greatsword lief es besser. Wie schaut es mit anderen Waffen aus? Ich brauche irgendwas, was relativ schnell ist, aber dann noch gut Schaden drückt. Die Axt, was ist mit der Axt? Wie agiert die? Hat auch keinen Sprungangriff. Was ist hiermit? Okay, so ein Wirbelangriff. Ein Special hat das Ding nicht. Wie auch. Mit Schaden gegen Bestien. Das Ding auch mal für Spezielles. Wahrscheinlich einfach nur am Hard hitten. Also wirklich. Also wirklich froh bin ich damit mit allen nicht so wirklich. Ist halt ein bisschen schade. Letzten Stoß erhöht Schaden pro Treffer. Versuchen wir es mit dem Gehstock. Versuchen wir mit dem Gehstock, ansonsten kann ich mir circa denken, wie das Ganze ablaufen wird. Ist das nicht sogar eine Variante, die schon... Ja, das ist eine Variante, die ihre volle Version schon hat. Na gut, Versuch Nummer 3. Nummer 4? Ich weiß es nicht so genau. Ich glaube Nummer 4. Nummer 4 kann es gut sein. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Let's try. Ja, das ist noch beschissener als mit allen anderen Waffen. Das ist noch viel beschissener als mit allen anderen Waffen. Bitte bring mich einfach um. Bitte bring mich einfach um. Ich möchte jetzt gerade nicht ausweichen oder so. Danke. Weil das ist noch schlimmer als alles andere. Oh mein fucking Gott, ist das grauenvoll. Das ist noch viel, viel schlimmer als alles andere. Was ein Bullshit. Gut, dann wollen wir mal nochmal.
Ich weiß auch gar nicht, wo ich dieses eine Relikt finden soll. Immerhin, die Schmiede habe ich ja gefunden und auch Ausrüstungs- oder beziehungsweise Upgrade-Materialien habe ich ja auch. Leider habe ich keine Ahnung, wo ich besagtes Relikt finde, was mir helfen soll, meine Waffen zu upgraden. Das ist Bullshit. Wer weiß, maybe nach diesem Bosskampf hier kriegt man was in der Richtung. Es kann sein, kann nicht sein, ich weiß es nicht. Finden wir es heraus. So, bla bla bla, du kommst angerannt und Sprungangriff. So, Backflip. Das war Bullshit. Ja, I love it. Bro, er steht doch neben dir. Dann triff doch auch. Ich bin aber auch wirklich dumm wie Stulle, Alter. Also for real. Okay, das war dumm jetzt wirklich. Das hat er vorher noch nicht gemacht gehabt. Die Crits sind echt gut, wenn sie kommen. Hoppa. Spinny, Spinny. Springst du oder springst du nicht? Nicer Treffer. Schöner Crit. Es ist halt wirklich nicht schwierig. Also, ich muss halt wirklich einfach nur richtig hart schießen. Und dann geht's. Nein, darauf falle ich nicht wieder rein. Es trifft mich trotzdem. Ist das bescheuert? Das? Nee, hä? Bro, willst du nicht deinen Kollegen beschwören? Oh Gott, meinen, hä? Ja, come on, Digga. Ja, triff doch mal einen Angriff, du dumme Nuss! Bro, es ist so dumm. Mann, warum sprintest du denn nicht? Du machst den Sprungangriff, du Kevin! Ey, welcher Vollhorst packt den Sprinten auf L3? For real! Ey, jedes andere Souls-like hat wenigstens irgendwas anderes genutzt, wie eine Schultertaste, was ein bisschen angenehmer ist. Alter, ist das bescheuert! Ja, wirklich, da kriege ich Frust ohne Ende. Wirklich, es kann nicht so schwer sein. Es kann wirklich nicht so schwer sein. Wirklich nicht. Pack doch den Mist woanders drauf. Und vor allen Dingen, das wird doch wenigstens eine Option, das anders hinpacken. Weißt, wenn ich keinen Bock habe darauf, Tastenbelegung ändern. Oh, das sieht gut aus. Blocken. Hüpfen oder Rollen, Haltung wechseln, Gegner anvisieren, interagieren. Sprinten, linker Stick. Nein, ich warte auf Eingabe. Okay, ich muss zwar erst einmal rollen und kann dann... Aber es geht. Ist okay. Oh, Junge. Gut, dass ich das gerade herausgefunden habe. Es fühlt sich gleich viel angenehmer an. Jawohl, könnte mir zum Verhängnis werden. Könnte mir richtig hart zum Verhängnis werden. Ich glaube, ich packe das nachher lieber auf A oder so. Das war so dumm von mir. Vor allen Dingen dadurch,
seitdem ich die Tasten so belegt habe, ziehe ich mir ja noch mehr Ausdauer ab als schon vorher. Also es war ja richtig dumm überlegt von mir. Ach Mann, ey. Weg mit dir. Die heilen. Okay. Dancy, Dancy, Dance Move. Crit, nice. Jop. I fucking love it. Das war knapp. Bro. Zack. Ich dachte, du machst jetzt schon die... Leck mich, Digga. Junge, was soll ich da tun? Erklär's mir einfach. Ich muss jetzt halt einfach gucken, dass ich irgendwie wieder an den rankomme, ohne dass die fette Plunze hier mir auf den Sack geht dabei. Gut, Hammer. Jetzt du. Du bist nicht schwer. Wir wissen das wieder. Also doch, du bist schwer wahrscheinlich vom Gewicht her, aber ansonsten geht's. Also du kommst jetzt hier mit irgendwelchen neuen, super tollen Zaubertricks. Von denen ich eigentlich nicht hoffe, dass das so ist. Crit, nice. Erster Backflip. Nett. Eins. Pirouette. Zack. Nice. Sehr schön, okay. Shit, das war dumm von mir. Ich wollte mit normalen Angriffen gar nicht erst kommen. Nicht in dem Game, Alter. Nicht in dem Game. Das geht. Er macht aber seine Magie nicht mehr, wie es ausschauen tut. Schon mal ein Anfang. Er hat seine ganze magische Energie in diese kleine Kopie von sich gesteckt. Okay. Ja. Ah, jetzt habe ich langsam das Gefühl. Jetzt habe ich langsam so ein Gefühl für ihn. Ausdauer regenerieren lassen. Nice. Okay, gut, chillig. Sehr nice. 2, 3. Peaks, gut. Chillig. Nice, nice. Weggestoßen. Weg. Ja, wirklich, dieser Speer ist so busted, ne? Junge, wie kann man so ein unbalancedes Ding finden, schon so früh im Game? So, letzten paar Hits jetzt noch, wa? Das war's. Also, for real, dieser Speer ist so busted. Gnomes Tanzstange. Gnomes verwittertes Symbol. Oh!
Okay. Interessant. So, jetzt lass mich mal noch mal ganz kurz hier in den Optionen einmal meine Tastenbelegung umstellen. So, hüpfen und hüpfen oder rollen? Hüpfen? Haltung Wechsel? Sprinten. Ja, ist okay. Ist jetzt nicht das Beste vom Besten, aber wie gesagt, es sorgt ja nicht für Probleme, zum Glück. Das war jetzt ein bisschen blöde, aber dann ist es so. Ist das ein Stadtpark? Ist auf jeden Fall nicht viel los hier, so wie es aussieht. Again, the narrator felt Nostalgaia's heart open a little more. Those who had long clenched it were being made to let go. Memories cascaded over the narrator. Okay. Also wir haben irgendwas gemacht, was irgendwie gut ist und das ist irgendwie okay. Over here. Hi. Muss ich mir Sorgen machen? I've put down my arms. Please, parley with me. Ich vertraue dem Braten nicht. Sorry. Aber irgendwas stimmt mit der nicht. Ja, bitte. You might have taken this as an opportunity to dispatch me. Vielleicht. Perhaps I misjudged you. Okay. I am, well, you may call me. My name has no meaning. Call me Vengeance. I watched you approach Vengeance. The consumer's banquet. You rid Nostalgaia of his gluttony. By chance. So, du wirst gleich mal komplett rausgekantet hier. Du kriegst eine Sperre. Gut, und weg mit dir. Weil diese scheiß Werbungsdinger kannst du dir sowas von klemmen. Leck mich. So, ich habe mich ganz vergessen, was sie gesagt hat, junge Dame. Ich vermute in gewisser Weise auch geringer als ich. Verzeih mir mal Blicke. Ich möchte euch keineswegs beleidigen. Was? Was mit töten? Hä? Aha, okay. Sie hat mir einfach nur alle Gute gewünscht, ne? Guten Rutsch und neue Jahr. Passt. Alles klar. Wissen wir Bescheid. Nun denn, wollen wir diesen ziemlich steilen Hang runter? Ganz locker, ganz entspannt, ganz locker. Locker sagte ich bereits, ist egal. Meine Ausdauer müsste ich vielleicht mal ein bisschen erhöhen. Ich habe das Gefühl, ich bin schnell ausdauerleer. The way was impossible. The quest now impossible. Suddenly, plötzlich entstand ohne jeglichen Grund und ganz ohne emotionale Anteilnahme eines Dritten eine Brücke aus Hoffnung. Hurra! Eine Brücke aus purer Hoffnung. Vorzüglich. Bitte lass sie nicht verschwinden. Oh, was habe ich getan? Weiß ich nicht, sag du es mir. Bitte, bitte lass die Brücke nicht verschwinden. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay, okay, alles gut. Aber coole Rainbow Bridge. Hat was. Sehr stylisch. So, lass mich raten, das Gebiet lädt gerade noch. Das ist aber sehr schön. So, wir haben noch eine neue Waffe bekommen. Die wollte ich mir ganz gerne erstmal anglupschen. Erfordert Stärke und Cool. Wie viel davon brauche ich? 8 Stärke, 8 Cool. Habe ich? Ich habe doch locker Stärke, oder nicht? Also erzähl mir, warte mal. So, Stärke habe ich 19. Gut, Quelle habe ich 2. Das ist natürlich eine andere Geschichte, aber egal. Die Stärke habe ich doch. Stärke habe ich doch. Gefilde des Hexenmeisters. Ist es das Gift? Nicht du schon wieder, Alter. Was machst du denn hier? Hi. Entlasten. Ich würde mich auch gerne entlastet fühlen. Lohnt sich überhaupt irgendwas von? Also nur mal rein theopraktisch gesehen. Ich könnte das Ding verbessern, aber dann wäre die theopraktische Fähigkeit auf dem Ding, die irgendwann mal erscheinen könnte, weg. Relikt will unbedingt gefunden werden. Ich fühlte mich eins mit dem Konstrukt, in dem die Zeit in der Zeit aufbewahrt wurde. Falsche Waffe. Hoppala. Okay, an einem Ort, der einst für Schätze gedacht war, wurde mein Träger mit seinem Todfeind eingekehrt. Das heißt, irgendwo, wo es Gold gibt, wahrscheinlich. Interessant. Da hinten ist schon wieder eine Tür. Können wir sie denn öffnen? Hallo? Können wir? Hallo?
Raum? Ha? Lächle, während sie auf dich einhauen. Naja, verrecke mit einem Lächeln. Verstecke deine Gefühle. Nein, will ich nicht. Hallo? Wo bin ich hier? Das ist ein tiefgehender Pfad. Oh Gott, hier ist so viel Weg. Ach Leute, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst und zuletzt hin soll. Was haben wir hier? Das nicht soll in NSC bleiben. Moin. Hebel. Okay, anderswo versperrt. Dann gehe ich mal da stark davon aus, wenn ich da unten lang dödel, finde ich bestimmt irgendwas. Okay. Ich habe aber gesehen, hier ist noch was. Richtig? Hier ist noch ein bisschen Weg. Was steht hier? Oh, erstmal das Ding aktivieren. Erstmal das gute Leuchtfeuer aktivieren. Sehr schön. Weißt du was, setzen wir uns gleich mal ran. Einfach so just for the lulz. Was wir machen können, wir können ja einen Bindungspunkt festlegen. So, wie viel brauche ich für... Ich könnte zwei auf Quelle gehen. Weißt du was, mache ich auch, ist mir egal. Pass auf, wo du hintrittst. Wieso? Hallo? Hirsch, Pappe? Papphirsch, Aufsteller? Ey, Gnom! Digga, wo piekst du denn hin? Ey, der Gegner steht vor dir, Mann. Wirklich, es ist Wahnsinn. Du kannst mit diesen normalen Angriffen echt nichts reißen. Vor allen Dingen nicht mit einem Speer. Du kannst dich wirklich nur auf die Heavies verlassen. Das ist so dämlich. Okay. Ich soll aufpassen, wo ich hintrete, ja? Ja, cool. Knackender Dings. Kann ich irgendwas einsammeln? Ha, genau das gleiche. Wenn ich hier am Rand lang laufe, habe ich sind die Effekte weg. Ha, wild. Okay, das ist Hauptweg, wie es aussieht. Hier ist Zeugs. Schwert der Dienstbarkeit. Na, schauen wir uns das Ganze gleich mal an. Ich will bloß gucken, nicht damit mir gleich irgendeiner da rennt und mich totpiksen will. So wie da zum Beispiel. Haha. Fast. Warte, ich kann den Baum pieksen? Das werden wir gleich mal ein bisschen genauer analysieren. Hier und nimmer kann das alles gewesen sein. Kommen da bestimmt noch ein paar aus dem Baum. Da sitzt zum Beispiel noch einer. Na? So. Nice. Ja, also jetzt, wo ich das alles umgestellt habe, ist es gleich viel angenehmer. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass das Spiel irgendwie kacke ist oder so. Also klar, das mit dem Poison ist immer noch so ein richtiger Scheißpunkt, muss ich gestehen. Also das hat man wirklich besser... Boah, Digga, das war ein Doppelcrit. Holy Schnitzel. Also das mit dem... wo war ich stehen geblieben? Das mit dem Poison ist auf jeden Fall keine gute Sache, weil, wie gesagt, ich finde, wenn ich schon sowas habe wie leichte Rüstung, mittlere Rüstung, schwere Rüstung, ne, und das irgendwo auch meine... Ja, mein Ausweichen beeinflusst, finde ich, sollte es auch dementsprechend genauso gut sein, dass es dann, ja, auch dafür sorgt, dass ich weniger ins Wanken komme. So, Zeichen des Jugendlichen irgendwas. Armer kleiner Junge. Verzeih mir, tut mir leid. Oh, ein Podest. Kristalle fachen. Feuer frei. Und jetzt? Oh, wurde etwa ein Geheimweg gezeigt? Wie schön. Ein kleiner, kleiner, geheimer Weg. Ein kleiner, kleiner, geheimer Weg. Und da ist wieder so ein kleiner Lümmel. Ich wollte gerade sagen, jagst du dich jetzt selbst hoch, oder? Ja, hallo? Ey! Was ist das denn? Also willst du mir sagen, ich komme an den jetzt nicht ran? Schon hart dämlich. Aber ich finde diese Partyknaller-Magie echt lustig. Hat irgendwie was. What had come over the sensible narrator? Rather than chronicle the protagonist, more and more he talked of himself. Oh. Ich höre was laufen. Oh, das Zeugs und da ist irgendeine komische Drohne. Okay, okay, interessant. Ach, du schon wieder. Ich weiß nicht, was du von mir willst, Mann. Verschwinde einfach. Du hast sie nicht mehr alle. Aber gut, das ist wahrscheinlich auch der einzige halbwegs herausfordernde NPC hier.
ist so hart weird. Vor allen Dingen. Ach, jetzt nutzen wir Magie sogar schon, du feige Ratte. Hm? Gut. So, gleich haben wir dich. Aua. 408? Das ist doch ein Scherz. Fingerwackler des Anti-Helden. Ich hab die Handschuhe bekommen. Digga, wie oft werde ich denn diesem Typen noch begegnen? Interessant. Ach, das ist ein kleiner Steinskelett. Das ist ja cool. Ich höre so viele von euch irgendwie hier langlaufen. Wo seid ihr denn? Ja, die tarnen sich wahrscheinlich alle. Okay, aber das Gebiet ist bisher irgendwie ganz entspannt. Entschuldigen Sie, Sir. Geht's Ihnen gut? Na, okay. In Gefahr scheinst du nicht zu sein. Ist schon mal gut. Scheinst schon mal keine Gefahr zu sein. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Oh. Nein. Kommst du jetzt her? Hat er sich... Hä? Ich merke schon, du wirst ein bisschen kuckuck crazy in diesem Wald. Na, da gehen wir noch nicht lang. Da sollten wir noch nicht lang. Du willst mich von meinem Pfad abbringen. Kann das sein, du kleiner Modderbalken? Ja. Dein Ernst? Er hat mich jetzt von hinten abgestochen. Was mit ihm gerade los war, weiß ich gar nicht. Ganz fragwürdiges Kerlchen. Kannst du mal auf... Die tarnen sich, die Arschgeigen! Es schildert es die... Das ist... Oh mein Gott. Du kleines Stück Modder, Alter. For real? Alter, hörst du mal auf? Bitte. Na komm runter! Komm runter, wenn du Stress willst. Hm? Na komm! Ich warte! Pissbohne. Hat ein Stück Arsch, Alter. Wieso das kleine Kindmesser? Timmy, leg das Messer weg! Böser Timmy, rette mich, Maske. Oh Gott. Oh Gott. Soll ich die mal ausrüsten? Sieht schon hart Arsch aus. Also finde ich jetzt nicht so knusperknorke, Alter. Okay, ich will hier... Oh, es klappt wirklich. Lol. Okay, cool. So, wo muss ich lang? Also hier war der Hauptpfad eigentlich. Eigentlich, oder? Oder gehe ich jetzt wieder zurück? Ich weiß es halt einfach nicht. Nee, ich gehe zurück. Okay. Hier entlang also. Das heißt, irgendwo muss dann hier auch... so eine Stelle sein zum Erleuchten. Oh, dafür ist das also da. Ja, ich bin tot. Dafür sind die Lichter da, damit dieses Gift nicht vorhanden ist, damit ich sterbe. Ah, okay. Nettes kleines Gimmick. Ist auf jeden Fall nicht so nervig wie die ganzen Sümpfe in Dark Souls. Das kann ich schon mal sagen. Also das hier ist mir wesentlich angenehmer als der andere Mist. Vom Verhältnis her. Gott, diese Maske ist so grauenvoll dumm. Diese Maske ist so grauenvoll. Warum piekst du nach oben? Und warum hat das jetzt nicht getroffen? Das ist ein Speer, da soll mehrere Gegner treffen können. Ja,
Ich glaube, das Spiel checkt irgendwie noch nicht so ganz, wie das funktioniert alles. Also ist schade, wirklich. Es ist echt schade. Ich habe wirklich echt ein bisschen mehr erwartet. Das gerade, wenn so eine Sachen sind halt, dass es nicht darauf hinausläuft, dass ja, die Character Models komplett für den Arsch sind. Und einfach, wenn ein Gegner vor mir steht, er mit dem Speer, keine Ahnung, 3 Meter über ihnen rumfuchtelt. Ist halt einfach Bullshit. Ja, das ist halt einfach... einfach nicht gut. Na gut, wir dürfen einfach mal hier wieder entlang. Wir kennen ja den Weg so weit. So, genau, hier waren wir stehen geblieben. Okay. Hier sind wir dann irgendwie irgendwann mal abgenippelt. Mein Zeugs liegt bestimmt auch irgendwo da hinten. Den habe ich nicht gekillt. Den habe ich nicht gekillt, aber hey, danke für die coole Maske. Na, appreciated. Ach du Scheiße, ist der stark. Ach du Heiliger. Ja, natürlich kommt jetzt wieder so ein kleiner Gnom an. Bro, ich hab einen Speer, der soll eigentlich dafür sorgen, damit Schilde gebrochen werden. Erstmal heilen. Also das ist mir ein bisschen zu gefährlich gerade. Aber ich find's echt gut, dass das Ding schön weit wegstoßen kann. Das finde ich gut. Na, wir haben es gleich. Glaube ich zumindest. Ja, sehr schön. Oh Gott. Haha, oh, easy. Okay. Geschichte der Stärke, Splitter der Tradition und Zugriff. Okay. Interessant. Hoppa. Hoppa. Little Timmy ist wieder... trying to stabby. Schleesi, grüß dich, wie's geht? Was geht, was geht, was geht? Okay, der Fuchs ist wahrscheinlich wieder einer von diesen Lümmeln. Ja, ist er. The Last Hero of Nostagaia ist ein Souls-like-Videospiel. Du hast jetzt nicht wirklich den Wikipedia-Eintrag rausgesucht für das Game. Ich meine, ich weiß, dass das Spiel genau das ist, was es ist. Ich spiel's ja gerade. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so was die... Ich hab was Tapseln hören. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, was so die Steuerung angeht, ist das halt echt hart Arsch. Zumindest in einigen Verhältnissen. Also, du wirst von allem gestaggert. Einige Hits treffen nicht mal. Egal, wie hart du dich anstrengst dafür. Und allgemein ist die Steuerung auch hart Arsch. Ich meine, die Standardeinstellung für Sprinten ist L3 gedrückt halten. Ist halt... Alter, ich schwöre bei Gott. Na, ja, ein Fake ist kein Fake, okay. Ist kein Fake. Bro. Okay, irgendwo muss dann jetzt hier... Kannst du bitte aufhören, mich abzuschießen? 2 ist gut. 2. Das klingt für mich nach einer massiven Fähigkeitsdefizit. Nein, das ist wirklich kein Fähigkeitsdefizit. Wirklich nicht. Warum rennst du mir jetzt hinterher? Hau ab! Gott. Also wirklich. So, dann wollen wir mal Leuchti-Leuchti machen. Die Lili. Genau, jetzt müsste sich da unten der Pfad nämlich erleuchten. Heißt, ich kann dann da unten lang. Weil Licht Gift entfernt. Macht natürlich Sinn. Und da ist ein Verkaufsladen. Ist das ein Markt? Schaut aus wie ein Markt. Na gut, dann wollen wir uns mal auf den Weg dorthin machen. Wenn die Kamera jetzt noch mitspielen würde, wäre das natürlich fantastulös. Fantabu, fantastu. Wäre cool. Fall Damage. I like it. Okay, okay. So, was haben wir denn hier hinten bei diesem hübschen Stand? Nachricht lesen. Versuch es mit Erinnerung und kurzer Waffe. Erinnerung und kurzer Waffe? Moment. Oh. Erinnern. So, Spezialfähigkeit. Was hast du? Rekursionsschaden. Eine antike Geschichte über die unglaubliche Kraft eines Helden. Dies kann einen guten Schmied dazu inspirieren, deine Waffe mit erhöhter Stärke-Skalierung neu zu schmieden. Okay. Schwerter dienstbar.
Das ist halt wirklich das Master Sword. Also ich habe das Master Sword und das Schild bekommen vorhin. Werte sind zu niedrig? 12? 12 Kuh? 12 Quell brauche ich dafür? Willst du mich verarschen? Wieso brauche ich 12 Quell für ein verdammtes Schwert, Alter? Okay, jetzt bin ich halt wirklich hart am Arsch. Also ein Treffer noch und ich bin down. Nee, lauf. Lauf, Henriette. Sprint dir wieder mit. Die drei. Warum schlägst du nicht? Warum schlägst du denn nicht? Ich hab doch R1 gedrückt. Schlag doch! Mann, Kevin. Egal, egal. Laufen wir nochmal den Weg. Der Fallschaden kann auf zwei Arten gemindert werden. Erstens, die Fallstufe wird reduziert. Der ermittelte Fallschaden wird reduziert. Wie muss ich mir jetzt die Logik vorstellen? Mit dem Ermitteln des Fallschadens. Oh, ist ja ganz Schluss eigentlich. Ich glaube, ich werde mich mal ein bisschen umrüsten. Allgemein so was Style angeht. Okay, easy roll, das ist gut, das ist sehr gut. Ich glaube, ich renne mal ein bisschen mit der Axt rum. Dann sieht es wenigstens ein bisschen aus, ob ich was treffen würde. Ein gezinkter Würfel schon wieder. Und du kommst immer noch nicht runter, ne? Du hockst einfach nur da oben und denkst dir, geil, Mann. Ah, wirklich, ist das... Ach, Mann, ey, wirklich. Ganz komisch Game. Ein ganz komisches Game. Sollen wir wieder ein bisschen die Ausdauer regenerieren? Okay. Ja, falsche Richtung, ich muss hier lang. Ich muss hier entlang... Hier traue ich nicht. Ausdauer, danke dafür. Okay, ich kann dir vertrauen. Interessant. Frage ist für wie lange? Ah, da oben ist irgendwas. Hi, hi, oha, hi, yahoo! Ja, Digga, ich würde ganz gerne das Skelett treffen. Bro, triffst du mal das Skelett? Ey, ich hasse diese Stagger-Mechanik. A friendly face. Hi. I'm sorry. That was really insensitive. There's something beyond these tunnels. A creek some this to I Willst du mich begleiten? Nee, hier ist ein Weg runter. Ach Gott. Ach nö. Oh. Das ist eine Kokiri Forest Anspielung schon wieder von Ocarina of Time. Und Majora's Mask. Oh, Junge, 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 Junge. Wie tief geht's hier noch runter? Da ist Gift. Was? Durchqueren? Unmöglich. Kehre um. Wieso glaube ich dir das irgendwie nicht? Irgendwie kaufe ich dir das nicht ab, dass das unmöglich ist. Verwirrung. Cool, cool. Ha. Okay, ich glaube, es ist möglich. Die Frage ist bloß, welchen Pfad muss man gehen? Also, welche... Nein. Nein, das ist falsch. Okay. Ich glaube, man muss sich ein bisschen an die Nachricht am Fußboden orientieren. Die Nachricht, die hier irgendwie komischerweise jetzt verschwunden ist. Nee, hier ist sie. Okay. Hier ist richtig. Hier? Nein. Hier? Hier ist besser, ja. Ganz vorsichtiges Vortasten, gucken, ob es dunkler ist. Ja, hier ist dunkler. Hier lang. Nein, hier ist dunkler. Hier entlang. Na, dunkler, okay. Na, hier ist der Anfang des Gebiets. Ha. Das ist also... Aufgrund dieses Nebels komme ich hier allgemein gar nicht voran erst. Oder wie, oh, warte jetzt. Ja, scheint so. Okay, gut. Heißt also, ich habe erstmal gar keine Chance, da lang zu kommen.
Na gut. Dann wollen wir erstmal einen anderen Weg wieder gehen. Also wenn das hier nicht funktioniert, dann machen wir es erstmal ganz normal weiter. Ich muss meine ganzen Runen noch holen. Oder Daten, was auch immer. Ja, natürlich kann das Schild alles abblocken. Aber wirklich alles. So, das verstehe ich zum Beispiel auch wieder nicht. Warum ist das kein Hit gewesen von ihm? Das war doch locker ein Hit, Mann. Hohlschädel. Warte, 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 warte. Ist das nicht diese... Nee, 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 nee. Alter. Ja. Geschichte der Stärke und so weiter und so fort. Alter, ich sehe aus, Junge. Game Design, aber was für eins auch. Ne, das ist... Beste vom Besten hier. Ja, ich liebe es, dass das Spiel eins der Garten lässt. Es ist so geil. Du kannst so viel dagegen machen. Du kannst schwere Rüstung tragen. Es ist... Oh mein Gott, wird immer besser. Es wird immer besser. Ich will nicht sagen, was ist die erste Rüstung, die wenigstens halbwegs Rüstung ist. Und zwar aus dem einfachen und simplen Grund, weil alles andere mich halt einfach nur in so einer... Als Strich in der Landschaft zurücklässt. Mit ein bisschen Rüstung drumherum. Ah, hier ist auch noch ein Weg nach unten. Da ist schon wieder so ein Weg zum... ein Weg zu dem Game Dev Bereich. Okay. Skelettbube. Wieder eine Geschichte von Stärke. Okay, ich laufe hier einfach als halbnacktes Skelett durch die Gegend. Bitte sag mir, dass du gut bist. Bitte. Ich habe keinen Bock, jetzt irgendwie wieder wen aufs Maul geben zu müssen. Ach, das ist der Rentner! Hallo! Starker und stummer Protagonist. Okay, was auch immer. Du interessierst mich sowieso nicht wirklich. Okay, da ist ein... Fuchs. Das ist wahrscheinlich eine Lüge. Okay, das ist keine Lüge. Na, er sitzt wahrscheinlich, genau, der sitzt wieder da oben und chillt deine Eier. Ich bin sowieso gespannt jetzt, wie es allgemein hier weitergeht. Das ganze Gebiet ist hart verwirrend für mich. Zwei Wege nach oben, so wie es aussieht. Und irgendeiner davon muss wahrscheinlich die Nummer 3 sein, bezüglich des Kristalls wieder zum Aktivieren. Ist das eine Fee? Entschuldigung. Mrs. Fee. Ach du Scheiße! Digga, warum seid ihr denn alle so eine Arschgeigen? Bro! Weißt du, ich werde durch alles gestaggert, nur sowas nicht? Willst du mich verarschen? Bro! Was ist denn das? Okay, weißt du was? Ich versuche mal was. Lass mich mal kurz meine Waffe wieder wechseln. Wo ist mein Stock? Nicht die. So, zack, zack, zack. Bro, bitte mach das, was du sollst. Genau. Dieses komplette broken Ding nutzen, was irgendwie jeden einzelnen verschissenen Gegner wegschubsen kann. Warum, weiß ich nicht. Kann es aber irgendwie. Ich muss mit der Range einschätzen, ist halt immer so ein Ding. Es ist so dumm, dass es funktioniert. Aber hey, besser als nichts. Oh Gott. Gut. Aber irgendwie geht auch der Lebensbalken nicht so wirklich runter, oder? Oder liegt das an mir? Doch, doch, Lebensbalken geht runter, aber wirklich nur ganz minimalistisch. Okay, die alte ist down. Durchscheinende Karte. Ah, okay, interessant, interessant, interessant. Sieg! Hast du überhaupt eine Lebensanzeige? Ja, oben links in der Ecke. Dieser kleine rote Strich. Gleich neben dem gelben Strich. Wie gesagt, es ist halt... Es ist halt irgendwie arschweird alles. Peculiar posture. Such a ridiculous gait. Was there a humility implicit in its frame?
Willst du mich jetzt eigentlich verarschen? Hörst du mal auf mich zu dissen? Blöder Erzähler, Alter. Dir fehlt ein Gegenstand. Och nö, ich muss wieder ein Kind zusammenschlagen. So ein Scheiß, Alter. Mann, ey. Was ist mit dem Game gerade kaputt, Alter? Oh, oh nein, eine Treppenstufe. Ah, ich stürze runter. Okay, wo ist das Kind? Fragmente Tradition. Kinderkloppen. Jupp, Kinderkloppen. Och nö, nicht du schon wieder. Ah, okay. Will ich irgendwas hier verbessern? Oder irgendwas Realität werden lassen? Könnte ich. Lohnt sich das? Ich weiß es nicht wirklich, ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir meine Herzchenunterhose verbessern. Aber es ist wirklich, ich sehe nichts mit bei, was mich interessiert. Also von der Warte her, sorry, Bro. Sorry. Wo ist das Kind? Ich muss doch noch das Kind schlagen, Mann. Wo ist es? Ich traue dem Hirsch hier nicht. Okay. Ja, natürlich kommst du einfach so gespawnt. Ja, wenigstens machst du mal einen Double Hit. Chroniken der Geschicklichkeit. Es ist so schlimm, dass ich die ganze Zeit nur diese Heavy Attacks spammen kann, weil alles andere einfach so dumm und sinnlos ist. Oh, Bruder, wo muss ich denn hin? Wo ist das Kind, was ich schlagen muss? Das ist mir zu gefährlich hier. Das sieht nicht richtig aus. Das war so klar. Es war so klar, kommt der einfach von hinten an, spich mich ab. Pio, wie du bist hart und hast 4 Kinder. Wo ist mein Kind? Ich muss es schlagen. Häusliche Gewalt ist nicht lustig. Es ist auch nicht. Alter, wirklich. Mann, wo ist das dritte verdammte Kind, ey? So, loading Character. Boop. Ich kann ja mal gucken bei den Items, wie es da aussieht. Wo war diese komische goldene Karte, die ich bekommen habe? Hierher. Benutzen. Hierher was? Ey, Digga, wirklich, diese Beschreibungen sind so geil. Ja, ich hab so viel gelernt gerade. Nur weil ich mir diesen Text durchgelesen habe. Wirklich, brillant einfach. Ja, gegen euch kämpfen brauche ich nicht. Das ist eigentlich total sinnlos. Ich frag mich, wie groß die Range von denen ist. Er rennt mir immer noch hinterher. Du rennst mir... Die rennen mir immer noch hinterher! Hallo! Habt ihr auch mal sowas wie ein Pause? Digga, ihr habt doch bestimmt eine Range oder sowas. Ach, jetzt die spawnen hier einfach. Alter, es ist so bescheuert. Bildungsauftrag erfüllt. Ja, ich sehe schon, du hast einen ziemlich interessanten und aufklärenden Text reingestellt. Ja, soll man mal nicht behaupten, man würde hier nicht über bestimmte Sachen aufklären. Ne? Muss man ja sagen können. So, dann werde ich mich mal wieder hier hin verdünnisieren. Aus dem Weg. Weg da. Kommt ihr... Habt ihr Türklappen in den Bäumen? Die haben Türklappen in den Bäumen. Ich werde nicht mehr. Erinnerung eines NSC-Zonenbosses. Ja, schön. Noch ein gezinkter Würfel. Irgend so ein hässlicher Typ. Minigolf? Oh Gott, viel zu viele. Viel zu viele. Viel zu viele. Das war ein Crit. Bro, warum triffst du denn nicht mehrere? Das ist ein Speer. Der trifft doch. Bro, was zielst du denn an? Auf was zielst du? Auf was? Yo, chill doch mal! Holy shit!
Bro, kannst du bitte... Jetzt kommt irgend so ein Rando und sticht mich ab von hinten schon wieder, hä? Oh, du hässlicher Mongoloid, Alter. Ei, krieg ich das Kotzen. Ist das bescheuert. Junge, vergib mir da der Fun. Mann, ey. So, ihr rennt mir sowieso jetzt wieder die nächsten 20 Minuten hinterher, weil, keine Ahnung, ihr keine eingebaute Range habt. Wenn ihr aufhören sollt. Oh, Junge, ey, wirklich. Ist das bescheuert. Egal, die ganzen Daten, die ich gesammelt habe, alle weg. Naja, das ist so. Dann ist es so. Ändern kann ich es nicht. Das Spiel ist sowieso irgendwie hart unbalanced. Wenn es dann okay, kann ich einfach die ganze Zeit diesen Speer nehmen und einfach nicht aufleveln. Ich könnte es wahrscheinlich locker clearen, das Game dadurch. Wie gesagt, so viel harten Rückstoß, wie das Ding hat, nur durch einmal R2 drücken. Es ist so bescheuert. Keine andere Waffe hat das. Nur dieser Speer, den man random irgendwo am Anfang des Games findet. Aber wirklich, das ist so hart random. So, jetzt kommt ihr eh da hinterher. Oh, Junge, ey. Goldmünze. Erinnerung. Irgendwas Geheimes? Tippies? Ich finde das so grauenvoll. Oh mein fucking Gott, bitte, for real, jetzt einfach mal. Junge, ihr habt aber auch alle keine Range! Junge! Ey, wie unbalanced ist dieses Game, bitte? Hab ich gerade selber umgebracht? Sag mir nicht, die können sich selbst umbringen. Das wär ja so lustig. Komm her. Alter, das ist so dumm. Junge, jetzt rennen mir 40 Gegner oder so hinterher. Jetzt sticht mich schon wieder irgend so ein Mongo ab. Er guckt nicht so doof! Digga, dieser Speer. Wieso triffst du denn nicht multiple Gegner? Die stehen alle aufgereiht, Junge. Ich checke dieses Game nicht. Ich checke dieses verdammte Game einfach nicht. Erfolg nicht gefunden. Was für ein Erfolg! Tot. Find's aber auch nicht, wie alle warten, bis abgestochen wurdest. London be like, oh, great heavens. Shall we wait? We shall wait. It's tea time. Okay, das kannst du dich nicht aus der... Komm her. Du hässliche Bitch, Alter. Du hässliche Bitch. Du verkackte, hässliche Bitch. Wo hast du dich versteckt? Komm her. Ich mein's fucking ernst, wirklich. Ich mein's ernst. Du blöde, dreckige Trethupe, Alter. Junge. Alter, ist das bescheuert. Was ein Drecksgebiet. Andere Waffe. Muss mein Greatsword. Stimmt, ich habe noch eine andere Waffe gefunden. Entlastet. Ist das nicht einer von diesen Disco-Kugelbällen? Ist es doch, oder? Das ist einer von diesen komischen Disco-Kugelbällen. Ich kann nicht mehr. So, ich habe doch jetzt diese komische Karte. Das müsste mir doch eigentlich... Ah, schau mal eine an. Hier sind kleine blaue Flecken. Ja,
kleine blaue Pünktchen, die mir sagen, wo es lang geht. Okay, hier. Und jetzt geht's wohin? Lollipop. Ja, auch sehr gut. Hm, hier ist falsch. Da, da ist ein blaues Licht. Ah, ne, hier war ich schon, ne? Ne, hier geht's weiter. Ah! Ne, von hier komme ich, lol. Shit. Scheiße. Also ich komme auf jeden Fall schon mal einen guten Teil vor. Frage ist bloß, wie es da weitergeht. Ich muss nochmal zurück. Ich muss halt einfach nochmal zurück. Ich muss das dritte Licht aktivieren, sonst wird das nix. Ich frage mich, wie stark das Ding ist. Ich hoffe mal, es hat wenigstens ein bisschen Kraft. Ich kann zum Glück hier wieder lang gehen. Ich wusste nicht mal, dass hier ein Durchgang ist. Ich dachte, das ist einfach nur, ja, zur Schau stellen. Aber gut, schauen wir uns um. Wehe, mir sticht irgendeiner jetzt random ab wieder. Ich mein's ernst. Ich mein's wirklich ernst, Alter. Wehe, irgendjemand sticht mich ab wieder. Ja, Digga, du kannst mir nicht sagen, dass hier oben einfach so ein Pappaufsteller ist. Ja, der wird aus dem Leben genommen. Der ist weg. Mm. Oh, das ist schöner, guter Schaden. Das gefällt mir. Das mag ich. Es ist halt wirklich einfach nur Ocarina of Time und total vercrackt. Ja, wow. Okay, wir sind uns alle einig. Jetzt wird es nur noch lächerlich, oder? Ist das das Kind? Ja! Zeichen des jugendlichen Unternehmers 3. Sehr schön. Sehr schön, ich kann weiter. Ich muss jetzt nur nochmal zurück. Dann muss ich die Fackel aktivieren. Wenn ich wüsste, wo die war. Und dann passt das. Dann aktiviere ich die ganze Kack. Und dann gehe ich da unten lang. Hoffentlich zumindest. Wenn es der richtige Weg dann ist. Also Wucht hat das Ding. Das ist schon mal geil. Das gefällt mir. Da hat schon mal gestern Teil. Digga, Schilde sind in diesem Game ja ursdumm. Digga, er steht da mit so einem verkackten halben Holzschild, weißt du? Und will mir irgendwas erzählen von... Oh! Hä? Super, ich habe schon wieder nur die Hälfte. Digga, ich habe nichts zu heilen mehr. Oh, Bruder. Grüner Kräuterkot. Erfordert. Langsame Heilung über Zeit. Oh, da brauche ich noch ein bisschen was. Shit. Kettenbriefcode. Ich musste doch irgendein Item im Inventar haben, was mich wenigstens ein bisschen heilt, oder nicht? Ach, Kacke. Also entweder renne ich jetzt hier durch, ohne dass ich Schaden nehme, geschweige denn sterbe. Oder nicht? Wo war ich denn überhaupt lang gegangen? Ich glaube hier, ne? Ich bin hier irgendwie lang gedödelt, genau. Aber ich hoffe mal, das wird mir nicht irgendwann mal zum Verhängnis. Dass ich so langsam angreife mit der Waffe. Was hast du gerade anvisiert, Digga? So, hier geht's auch noch entlang. Oh Gott! Du visierst schon wieder nicht das an, was ich anvisieren möchte. Ich liebe es, dass diese verdammten Wimpel mir schön im Gesicht hängen. Truhe. Waffelcode. Okay, ganz doll wild. Ganz wild, Digga. Wirklich. Ach du Scheiße, Mann. Alter Mann, kannst du mich bitte ein bisschen unterstützen, ein bisschen helfen? Irgendwie. Bro, als ob das sich trifft. Knochenfinger! Digga, wenn es so weitergeht, habe ich bald die ganze Rüstung. Digga, ist hier wirklich fast aus wie, so Knochen-Reini. Ja, ja, du ich auch, was auch immer. Digga, ist das bescheuert. Einfach ignorieren, einfach weiterlaufen. Einfach weiterlaufen. Interessiert mich gerade ein feuchten Kehricht. Juckt mich gerade vollkommen gar nicht. Ich laufe jetzt einfach hier weiter durch.
Juckt nicht. Ich muss jetzt nur noch diesen Turm hier hoch. Und dann ist alles gut. Dann sind alle Lichter an. Hoffe ich doch, vermutlich. Was mal? Mir fehlt nur noch die Hose von denen. Oder die Beine, besser gesagt. Und dann bin ich ein ganzes Skelett. Cool, cool. So, jetzt aber komm. Bip, bup. So, dann schauen wir mal, was passiert. Okay, da hinten irgendwo muss ich hin. Schön. Ist bestimmt kein weiter Weg oder so. Na, ja, Katzensprung. Beyond these wilds lies the keep of the stolen crown. Our monarch was benevolent keeper of the realm. A symbol of tradition worth saving. But that story is gone. Our meaning is gone. Okay, cool. Time arrives when you confront the final great one. I could help you if first you could restore what has been lost. Perhaps the spindles could prove a hero. Okay, was auch immer. Watched. Ich hab's so gewusst. Ich hab es so kacken eins noch gewusst. Weißt du, ich werde durch jeden scheiß Angriff gestaggert. Aber diese ganzen anderen Pissgegner, weißt du, die stehen da und so. Ach, das war aber ein schöner Schlag. Jetzt bin ich dran. Ich hoffe doch mal, du hast Bock darauf, die nächsten 3 Sekunden stehen zu bleiben und die ganze Zeit geschlagen zu werden. Wirklich, ey, wen willst du denn verarschen, Mann? Das ist so bekloppt. Die Stadt auch immer am Arsch der Welt. Mann, ey. Also dieses Game hat sowas wie Abkürzungen echt nicht erfunden. Das kann ich schon mal sagen. Diesmal schlage ich euch aber wirklich kaputt. Wenn mir sonst auf den Sack geht die ganze Zeit. Und vor allen Dingen, ich habe auch nur 3 Heilung. Ich habe auch nur 3 Mal was zum Heilen. Ich weiß nicht, wie ich es verbessere. Ich habe keine Ahnung, wo ich Verbesserungssachen finde. Ich weiß nicht mal, wo ich was einreichen kann, um was zu verbessern. Ich habe ja noch nicht mal jemanden gefunden, der meine Waffen verbessert. Geschweige denn irgendwas, womit ich Waffen verbessern lassen kann. Das ist das Schlimme an der ganzen Geschichte. Ich renne hier die ganze Zeit nur mit Stufe 1er Waffen rum. Ich meine, das Spiel ist wahrscheinlich noch ein bisschen größer als sonst. Also, ja, es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern noch. Ne, und vielleicht kommt nachher erst irgendwer, mit dem ich Waffen upgraden kann. Aber das macht halt einfach keinen Sinn. Ich habe so viele Upgrade-Materialien schon bekommen. Und die Schmiede war schon so früh im Game da. Also, du kannst mir nicht sagen, dass ich irgendwas übersehen habe. Außer ich muss nochmal ganze Gebiete erkunden und erforschen. Weil ihr anders seht. Alter Falter, for real. Ist das dumm. Jetzt kommt schon wieder so ein Pisser. Du machst so viel Schaden für so einen kleinen Mann und ich werde schon wieder von hinten einfach abgestochen. Es ist so fucking nice, wie unfassbar geil dieses Spiel ist. Oh mein fucking Gott, ich liebe dieses Game. Wo kommst du denn jetzt her? Ich werde einfach von mehreren Skeletten verprügelt. Es ist geil. Es ist einfach geil. Junge, was greifst du denn an, du Kevin? Alter! Ich habe gleich schon wieder nichts mehr zu heilen. Junge, du willst mich doch verarschen. Digga, for real. Ist das dumm. Verpiss dich. Ist der jetzt noch da oder ist der tot? Ey, Digga, wirklich, dieses Spiel ist so broken, so kaputt. Ich kann es halt einfach nicht in Worte fassen. Irgendwas muss es ja sein. Weil das hier ist definitiv nicht richtig. Lass hier bitte... Lass hier oben irgendwas sein. Bitte irgendwas, womit ich mich heilen kann. 4? 4? Das heißt, irgendwo ist noch ein Kind. Ach, leck mich doch fett, Alter. Irgendwo ist also noch ein Kind. Irgendwo ist noch ein Kind. Toll. Und ich darf suchen. Yay. Nice. Ich lieb's. Toll. Mega gutes Gaming-Design. Das ist so geil. Werde ich hier vergiftet? Natürlich werde ich hier vergiftet. Warum denn auch nicht? Hab ja sonst nichts zu tun.
Hier werde ich auch vergiftet. What the fuck? Wo ist das Kind? Anscheinend hier bei diesem satanistischen Opfergaberitual. So, Kids soll mich schlagen, geil. Stirbst du mal? Danke. Bro, das ist so hart arschweird, das Game. Gut, dann machen wir jetzt die Nummer 4 auf. Wo kommst du jetzt her? Wirklich, dieses Game ist so weird. What the fuck? Wenn ich jetzt abgestochen werde von jemandem, der schon längst tot ist, dann kulte ich, Alter. Dann kulte ich wirklich. Dann wird's selbst mir zu blöde. Ich werde auch sowieso nicht mehr lange machen, eine halbe Stunde noch. Hab noch ein bisschen was zu tun, ein bisschen was vor. Ein bisschen Videos schneiden und so. Und noch Vorbereitungen treffen für die nächsten Aufnahmen und so weiter. Ach ja, geil. Bing bong. Und dann los, leucht mir den Weg. Komm, zieh. So, weil da jetzt ein paar Lampen angehen, darf ich jetzt offiziell da langlaufen. Macht Sinn. Das ist vollkommen logisch. Ah, Mann, ey. Gut, gut, dann wollen wir mal weitergehen. So, da ich diesem Scheißwolf hier schon gar nicht erst traue. Ich kann ihm trauen, okay. Weiter geht's. Oh mein Gott, es ist nicht euer Ernst. Da, schon wieder. Warum bist du schneller? Warum kannst du sofort, nachdem ich dich geklatscht habe, sofort wieder angreifen? Es macht so wenig Sinn. Wirklich. Du hast wahrscheinlich nicht mal hohe Poise oder sowas. Ich meine, wie gesagt, in diesem Game gibt es sowieso keine Poise. Also von der Seite her. Ich liebe es. Was hat mich getroffen? Bestimmt nicht der Handkantenschlag von dem Typen. Oh Gott, wirklich, ich krieg hier die mentale Verzweiflung mit diesem Game. Ich krieg die mentale Verzweiflung. Dieses Game ist so hart unbalanced. Hitboxen für den Arsch. Animationen sind auch für den Arsch komplett, weil du kannst mir nicht sagen, wenn ich vor einem Gegner stehe, ihn schlage, dass der Schlag daneben geht, der Typ mich tausendmal schlagen kann, ich dann einfach nur dumm dastehe und so, aua, oh, ich kriege Schaden, oh je, nee, ich sollte vielleicht ausweichen, ach nee, ich kann ja nicht, ich bin ja gerade in der Schmerzanimation, ja, ich sollte doch ein bisschen länger stehen bleiben, das wäre bestimmt noch eine gute Möglichkeit, da habe ich bloß drei Sachen zu heilen, es ist grauenvoll. Es ist einfach nicht mehr lustig, wirklich nicht. Und ich muss jedes Mal diesen beschissen langen Weg gehen. Weißt du, ich mach vielleicht einen Turm, hab nichts mehr zu heilen, werd geone-shottet, wegen frag mich was, renn wieder den ganzen Weg und mach den nächsten Turm. Also, wenn es danach geht, ist es hier eigentlich alles wirklich nur noch Walking Simulator. Es ist alles nur noch Walking Simulator hier. Ist das bescheuert. Und da sind die schicken Schenkelknochen. Schaut mich an, ich bin ein Skelett, ich bin einer von euch. Wäre auch cool, wenn ihr PVN von euch behandeln würdet und nicht die ganze Zeit mir herrennen würdet und mich klatschen wollen würdet. Wisst ihr, warum hat die gesamte Rüstung nicht den Effekt, dass mich die Skelette nicht mehr angreifen? Das wäre ja wenigstens ein bisschen cool. Ach, wirklich, ey, also. Ich muss da kein Verständnis für haben. Ich find's einfach nur weird. Na gut, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Bitte, visier irgendwas an. Du musst dich nicht anstrengen, okay? Ich erwarte nichts von dir, aber bitte, triff. Bitte triff einfach irgendwas. Es wäre so fabulös.
So, dann ging es hier weiter. Euch kann ich nicht angreifen, weil... Ja, Gameplay sagt so. Okay, cool. Oh nein, das ist wieder einer von denen. Man, das Ding scheint genug Poise zu haben jetzt, dass ich wenigstens ein bisschen was machen kann. Wieder den gleichen Mist bekommen. Ich heile mich mal lieber jetzt. Safety first. Wer weiß, was mir gleich um die Ecke kommt hier. Entweder werde ich gleich wieder gewone-shottet oder was weiß ich was. Okay, ja. Kommst du runter oder bleibst du da stehen oder... Okay, du kommst runter. Bevor du dich hier irgendwie versteckst und mir nachher einfach in den Rücken stichst, du kleines Stück Modder. Gut, Glücksprock. Sehr schön, freut mich. Wo geht's hier lang? Da ist ein Eichhörnchen. Da ist der Golfplatz. Scheiße, Mann. Will ich nicht hin. Nee, Mann. Ich will den ganzen Weg jetzt ganz normal hier lang laufen. Und weh da oben ist kein Leuchtfeuer. Ich meine das ernst. Du kannst mir nicht sagen, ich renne den ganzen Weg hier hoch, nur um dann wieder eiskalt aus dem Leben genommen zu werden. Das steht irgendwer. Ich hab, oh nee, Digga, komm. Feind? Kein Feind. Zumindest noch nicht. Entschuldigung? A good king once held power here. Back when our story made sense, an imposter would shroud the castle in darkness. That was the tale we agreed to. And the good king was always meant to reseat his throne. So many times was he saved, while never truly in danger. Now, true danger grips us all. Okay, cool. Gleich mal einen Screenshot machen. Ich sehe total bescheuert aus. Da sind sehr viele Sachen, die interessant aussehen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ha, ho, ha, ja, bitte. Gib mir. Oh, es wird alles ein wenig dreidimensionaler, wie schön. Oh, ist das herrlich. Ich kann ja mal gucken, was es mit den Dingern hier auf sich hat. Mehrere benutzen. Digga, also was ist das für ein Scheiß? Oh ja, du musst die Teile noch selber auswählen. Ach, Digga, wirklich. Benutzen. Ich wollte es nicht einfach nur so benutzen, Mann. Also ganz ehrlich, das hat man wirklich besser regeln können. Das hätte man wirklich, wirklich besser regeln können. So, schauen wir mal, damit wir so viel Level-Upen können wie möglich. Ich habe Bock auf Level-Ups. Benutzen. Hoppa. Und resten. Wer resten, der rastet und rostet. Levelaufstieg. Wir gehen auf Quelle. Shit, mir fehlt noch ein bisschen was. Hab ich noch ein bisschen? Ich hab den hier. Das bringt mir auch nicht viel weiter. Na gut, okay. Erkunden wir noch ein bisschen das Gebiet hier. Sehr schmaler Pfad. Okay, ja, wild. Werwolf! Okay, geil, Werwölfe. Das macht es jetzt tausendmal besser, oder was? Na, eigentlich nicht, eigentlich wird es nur schlimmer. Versucht es mit schneller Waffe. Ah, okay, das wird mir also sogar empfohlen, dass ich eine schnelle Waffe nehmen soll. Was nehmen wir denn da? Voller der Schreck am besten. Ja, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Weiß nicht, ob die Schaufel so gut ist jetzt in dem Moment. Versucht es mit hoch und denk an Neugierde. Ich weiß nicht, was du von mir willst, aber hey, danken angenommen den Rat, kein Ding, Bro. Okay. Ja, Mann, die schnelle Waffe ist echt gut. Die hilft mir gerade echt gut gegen diesen Gegner. Das ist voll nice. Sehr gut, das hat echt gut funktioniert bis jetzt. Mhm, ich werde überhaupt nicht gestaggert oder so. Nee, alles gut. Das ist ein richtig guter Rat. Eine leichte Waffe zu nehmen. Ganz ehrlich, wer die Nachricht geschrieben hat, der hört dir schlagen. So was Dämliches. Kompletten Bullshit gelabert, ja? Nein, ich gehe definitiv wieder auf die lustige Lollipop-Waffe zurück.
Das tue ich mir nicht an. Okay, das war schon wieder total dumm. Weil hier weiß ich wenigstens, wenn ich einen Schlag setze, dann trifft er auch. Na, ja, zumindest großteilig. Und jetzt Stagger wenigstens. Wenigstens eine Sache. Eine Waffe, die ich wenigstens kann. Ist wieder der Rest vom Schützenfest hier. Wirklich ist das dumm. Gut, aus dem Leben genommen. Perfekt. Nummer 1. Da ist mein Zeugs. Hallo Zeugs. Jetzt du, Kumpel. Ja, Digga, also der Lollipop ist gut. Der ist sehr gut. Der gefällt mir. Damit kann ich was anfangen. Damit kann ich was anfangen. Du da, du da. Na? Werwolf? Nein? Okay, gut. Weiter geht's. Versucht es mit Geduld. Warum sollte ich Geduld haben, wenn ich auch einfach durchsprinten kann? Komm her. Time to do some sketchy shit. Do-da, do-da. Hope I get away with it. Do-di-do-da-day. Das sieht interessant aus. Hallo, Mr. Wolfsmann. Wie ich sehe, fliehen sie von mir. Oder wollen mich einfach von hinterrücks attackieren. Oh Gott. Also ein Treffer landet, der ist safe immer, so wie es aussieht. Wo geht's lang? Also wo kann ich lang? Besser gefragt. Ah, jetzt Zeugs. Erinnerung eines NSC-Zonenbosses. Nett, nett. Dann geht's wahrscheinlich hier weiter. Versucht es mit Geduld. Ja, aber wie gesagt, wenn ich keine Geduld habe, was dann, hm? Wer will mich aufhalten? Du? Textnachricht? Hm? Okay, hier ist ein Weg nach oben. Hier ist auch Zeugs. Ich kann mir ein bisschen Überblick verschaffen. Okay, also. Hallo? Game? Okay, weird. Also, wenn ich jetzt einfach den Weg hier entlang laufe, dann biege ich jetzt hier ab. Schau mich um. Du scheinst viel Poise zu haben. Splitter der Tradition. Das ist aber sehr schön, aber... Ach du Scheiße. Ganz weird. Pass auf, gepanzerter Gegner. For real? Wo? Da ist das Arschloch, okay. Ja. Kannst ruhig mal auch besagte Sache nehmen, wenn du schon davor stehst. Ja, der tapselt eh vor sich hin. Also ich denke mal, der wird mir ja kein Problem sein. Außer er wird ein Problem, wenn er mir hinterher rennt. Da lädt was... Der ist ja wirklich schon hier. Ach du Scheiße. Oh Gott. Henceforth, I shall not interfere. Prove your worth, hero. Wie jetzt? Du mischst dich nicht ein. Ach du... Was ist denn da unten los, Alter? Ach du Scheiße. Oh, ein Fahrstuhl. Cool. Entschuldigen Sie? Sorry? Aha, okay, ja. Ja, wild. Ja, nice speak. So, das sieht aus wie eine Boss-Tür. Nein, es ist ein... Oh, sein Ort. Ein Ort der Sicherheit. Lass mich Sicherheit. Oh, ja. Oh, wie schön. Herrlich. Herrlich, 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 herrlich. Sehr schön. Dann können wir nochmal ein Level reinfurzen hier. In Quelle. Jetzt können wir uns mal Gnoms Tanzstange angucken. Moveset? Du? Okay, das ist wild. Das Moveset? Warte, wie ist es mit der Fackel eigentlich?
Ah, habt ihr etwa... Ja, das ist logisch. Oh, mein Knie brennt, das ist... Es gibt mir die Sicherheit, die ich benötige. Oh Gott. Ja gut, okay, so stark ist das Ding jetzt aber auch nicht. Ja gut, verständlich, ist aber auch noch nicht geupgradet oder so. Alle meine Waffen sind noch nicht geupgradet, aber komischerweise sind einige stärker als andere. Kannst du mal treffen mit der Waffe oder wie ist das jetzt? Danke. Holy shit. Okay. Pix. Fabel vom Glitch. Ne, ich würde ganz gerne eine andere Waffe nehmen. Und zwar meine... Bei welcher Waffe habe ich die ganze Zeit gekämpft? Den Lollipop, genau, stimmt. Dem Lollipop. Türe, geh auf. Oh, Moment mal, muss ich vielleicht mit der... aha, schau mal, da guck, okay. Machen wir ein bisschen Feuer, wa? Mal ein bisschen Licht hier. Okay. Schön. Ha, hu, hui, ha, hi. Yo, chill. Yo, chill. Chill, deine Eier, mein Freund. Ja, Bro. Bis ich zuschlagen habe, hat er mich schon dreimal getroffen. Heiliger. Ist hier hinten noch irgendwie was? Also ich habe so Angst, dass mir hier irgendwas anspricht. Oh, hier ist ein Item. Oh, wieder NSC. Zonenboss. Sehr schön. Okay, hier geht's also weiter. Ich erinnere mich an euch aus der Mine. Kameraführung. Es wäre sehr schön, wenn du mitarbeiten würdest. Nett. Du kriegst aufs Maul. What? Easy way gepustet, Alter. Kasakenruf, was? Kabat? Das ist jetzt ein Scherz, oder? Das ist jetzt ein verdammter Scherz. Oh, ich bin vom Football-Team. Das ist voll Knorke und so. Ich will hier nicht mehr sein. Ich will hier nicht mehr sein. Ja, guck mal, das funktioniert hat, aber okay. Aua. Alles klar. Ganz weirdes Ding. Jetzt zu dir. Hab nur halbwegs daneben geschlagen. Alles gut. Junge, ich sehe aus wie ein ganz normaler Football-Player jetzt. Weggepustet. Na, wieso lebst du noch? Du solltest nicht leben. Oh, oh, Dickerchen. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Seit Ewigkeit nicht mehr sehen, Mann. Ja, aber machen wir mal die Lichter hier an. Wenn ich noch die Chance dazu habe. Ah, da unten war auch noch ein Licht. Okay. Wer weiß, vielleicht gibt es ein Achievement dafür oder so. Oder es hilft mir nachher bei, keine Ahnung, Bosskampf XY, der sich irgendwann mal innerhalb der nächsten paar Spielstunden oder so erkennbar macht. Wir werden es ja herausfinden. So ist ja nicht. So, Licht. Vielleicht muss ich der Alten auch genug Licht machen, damit sie davon geblendet ist. Ich meine, kann ja gut sein. Mensch, habe ich allgemein auch den ganzen Weg hier hochzuarbeiten. Ha. Okay. Heißt also, wenn ich die Schnauze mal voll habe und jetzt einfach sage, ich habe keinen Bock mehr weiterzulaufen. Ja, Bro, würdest du vielleicht... Also das ist kein Muss, ja? Wirklich nicht. Aber es wäre cool, wenn du vielleicht angreifen könntest.
Kamera, was... Ich check nicht, was du anvisierst, Mann. Ich weiß nicht, wen oder was du anvisierst in diesen Momenten, wirklich. Es verwirrt mich hart. Oh ja, das ist nett. Das ist fair. Ah, das funktioniert bestimmt echt gut. Okay. Oh, grünes Kraut. Grünes Kraut ist so gut. Okay, das sind die ganzen neuen Sachen, die ich bekommen hatte. Ich hoffe, das grüne Kraut reicht zumindest fürs Erste. Gerade was die Regeneration angeht. Okay. Bro, bitte. Bitte, ich will jetzt nicht sterben, okay? Oh, ich habe keine Fackel. Doch, hast du. Nett, dass gewartet wird. Okay, hier ist das Licht auch an. Entlastet. Was haben wir denn hier schon wieder für eine neue Waffe? Okay, ja, nee, weiß ich nicht. Sieht jetzt nicht so schmackofatz aus. Der riesengroße Lollipop ist da schon ein bisschen ansprechend, ne? So, wie hat man dich jetzt aus dem Leben genommen von euch? Führe 20 Hinterangriffe aus. Toll. Die guten 20 Hinterangriffe. Das Gefühl, ich weiß schon mal. Kommt mir so bekannt vor. Aus welcher lichterloh brennenden Handplantage bist du denn jetzt rausgekrochen, Alter? Halt, erst Fackel anschalten. So. Hat die Alter auch so... Oh, der Crit-Treffer war sehr, sehr lucky, Alter. Das war sehr lucky gerade. Dungeon-Torschlüssel. Oh, ja, das ist gut. Dann kann ich einfach die Haupttore nutzen. Das ist sehr, sehr gut. Einmal auf das Türele. Und auch hier vorne öffnen wir das Türele. Ist einfach, da wollte ich die ganze Zeit immer außen rum rennen. Sehr gute Sache, sehr gute Sache, sehr gute Sache. So, setzen wir jetzt mal hier unten ran. Sehr schön. Levelaufstieg. Kann ich meine Stats vielleicht auch mal ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Reflektierter anstarren? Yo, what? Digga, das sind ja... 7? Nochmal plus 7. Alter, was ist das denn für ein Damage Boost? Bruder. Das ist schon hart. Okay, ich kann... Ha, ha, hu, ha, hi. Unfair, unfair, unfair. Okay, das war ein bisschen blöd von mir. Hätte nicht so laufen müssen. Ist aber so gelaufen. Upsi Daisy. Eigentlich gerade die schlauste Idee, an denen vorbeizurennen. Ich weiß, was die anstellen können. Oh mein Gott, also hier durchzulaufen ist die dümmste Entscheidung aller Zeiten. Das war's, ich renne jetzt einfach durch. Ist mir egal. Nö, geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geht einfach alle weg. Oh ne. Geht weg. Verpisst euch! Wusch! Shit! Oh, hat geklappt. Einfach nur laut rumschreien hilft. Okay, vermerkt. Okay, da oben geht's weiter. Hier geht's aber auch halbwegs weiter. Wenigstens warten sie alle nacheinander. Irgendwie. Es sind wirklich alle da, die da sein sollen, wirklich. Es ist so dumm. Und warum wird nur einer getroffen von denen?
Ja, super, jetzt knabbert der mir rum. Ist das dumm. Okay, ich... Aha! Komm nicht so überrascht, Digga. For real nicht. Mach nicht den. Wer grummelt da? Hallo? Okay. Noch geht's mir gut. Noch. Bald nicht mehr. Okay, ich denke mal, ich muss jetzt weiter da oben hoch. Wieso kann ich da nicht lang? Wie komme ich da lang? Also die kommen da auch irgendwie lang. Muss ja einen Weg geben. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Boots. Boots. Okay, Zugriff. Interessant, interessant, interessant. Ja, wahrscheinlich eine Etage höher und dann irgendwo runterfallen lassen. Das wäre eine gute Möglichkeit. Ich denke mal, wenn ich jetzt hier entlang laufe, dann hier hoch. Backstabben. Safety first. Wir wollen... Okay, Bro, du hast eine Aufgabe. Man zielt doch auf den, der da vorne steht. Bro, deine Ausweichrolle, du hast sie doch. Mach einfach die scheiß Fackeln an. Mach einfach nur die scheiß Fackeln an, wirklich. Du, schon wieder. Warum? Du hier. Erläutere, jetzt. Okay. Totraumrüstung. Das sind die einzigen Dinger, die ich zum Beispiel jetzt noch verbessern könnte. Ja, nee, ich mach's lieber nicht. Ich mach's lieber nicht, wirklich nicht. Ich habe da echt keine Lust drauf, dass dann nachher mir irgendwas an Dings fehlt. Vielleicht irgendeine Special-Fähigkeit, die irgendwann mal hilfreich sein könnte. Klar, oder ich werde einfach komplett aus dem Leben genommen. So richtig schlachend die Nick einfach. Geil, love it. Na gut, ich würde aber sagen, das ist vielleicht ein gutes Zeichen, weil jetzt die nächsten 10 Minuten da auf Höchstgeschwindigkeit noch hochdaddeln. Nur um herauszufinden, dass da ein Boss ist, ist glaube ich nicht die schlauste Idee. Deswegen würde ich sagen, chillen wir unsere Eier mit ihm hier. Es sieht so arschweird aus, ne? Haben wir vielleicht irgendwas anderes, was halbwegs in Ordnung aussieht? Ne? Nehmen wir ihn hier. Okay, also, ich würde sagen, das war's fürs Erste. Wie gesagt, heute ist das Stream ein bisschen kürzer geworden. Ich muss noch ein bisschen was erledigen, deswegen hoffe ich, es ist nicht allzu schlimm. Danke für die hier waren. Danke an die, die noch kommen werden. Ne? Wenn ihr unterstützen wollt, folgt mir hier gerne auf Twitch und natürlich auf YouTube, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen zu Monster Hunter 4 Ultimate. Vielleicht hoffentlich auch dem letzten Part von Monster Hunter 4 Ultimate. Wir werden es ja sehen. Bis dahin, haut rein und tschüss.